zusammen zu unserem Wortwechsel kurz vor dem 1. August. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt. Heute haben wir zu Gast Heidina Jordi aus Zwil, Jonas Streule, St. Gallen. Und ein Eckeli auf unserem Bildschirm wartet noch auf Nicola Sitta von London. Heidina, du bist das erste Mal hier. Schön, dass du da bist. Du bist Elektroinstallateurin und in Weiterbildung Sachbearbeiterin Immobilien. Was hast du im Sinn? Ich bin ja jetzt momentan eben als Elektroinstallateurin tätig auf dem Bau. Und ja, ist schon ein Herzbusiness und auch körperlich streng. Und ich habe sehr viel mit Immobilienverwaltung zu tun, weil ich meistens Service mache. Und ich habe einfach gefunden, so die Verwaltungssachen würden mich auch noch sehr interessieren. Darum habe ich dann die Handelsschule gemacht und bin jetzt am Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung, damit ich dann, wenn möglich, mal die Zeiten wechseln und auch ins Büro gehen und aber gleich noch ein bisschen den Bau doch noch haben mit allen Handwerkern, die man dann immer zu tun hat. Ja, so ein bisschen ein Branchenwechsel schwebt mir vor. Die Handelsschule ist gerade erst abgeschlossen, glaube ich, hast du mir gesagt, gell? Ja. Genau, ja. Ende Juni hatte ich Prüfungen gehabt und jetzt gerade diese Woche habe ich das Ergebnis bekommen, dass ich bestanden habe. Gratuliere. Gratuliere. Jetzt noch das Prozent, was du schaffst, also auf der Baustelle oder bei den Kunden, also auf deinem Beruf schaffst du wie viel Prozent? Ist das 50-50 oder? Nein, also jetzt habe ich das Jahr 80% auf dem Bau geschafft und jeden Montag bin ich in die Schule gegangen. Und ab jetzt arbeite ich 90% und gehe einfach noch einen halben Tag in die Schule. Okay. Ja. Ja, schön. Jonas Streule. Jonas, du bist schon öfters mal hier gewesen. Bis jetzt habe ich dich immer vorgestellt als Student. Und jetzt hast du aber auch einen Meilenstein hinter dir, gell? Hast du auch abgeschafft? Ja, die letzten Kurse sind durch. Ich arbeite nächste Woche notabene Masterarbeit und meine erste Anstellung an der Uni. Ja, das klassische Studentenleben ist vorbei. Fertig. Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Also es geht gleich los, oder? Nächste Woche mit deiner ersten Stelle und aber auch mit der nächsten Etappe zum Master. Ne? Erzähl uns kurz, also du wirst als Assistent Runi jetzt weiterarbeiten. Wo genau, wie genau, in was genau bist du jetzt Assistent? Also bei dem Kursassistent geht es mehr um Prozessrecht eigentlich. Es geht darum, dass die Studenten ein bisschen lernen, in verschiedene Rollen in einem Prozess reinschleifen. Ein paar sind dann Anwälte, ein paar sind dann Gericht, ein paar sind dann so ein bisschen Behörden. Und dann kann man so ein bisschen spielen. Es ist so ein bisschen ein Moodcode, nennt man da. Und da tun wir ein bisschen begleiten, dass man ein bisschen sich lernt, zurechtzufinden mit Rechtsschriften, ein bisschen hin und her kriegen und so. Was ist denn der Fachinhalt von dem Szenario, das wir da machen? Also ich kann nicht schon sagen, was wir dieses Jahr machen. Ich kann sagen, was wir letztes Jahr gemacht haben. Das war mega spannend. Es ist eigentlich so viel mit Corona zu tun gehabt. Da bin ich auf der verwaltungsrechtlichen Seite gewesen. So, wie kommt man zu einer Bewilligung und wie setzt man sie durch? Wie tut man dafür kämpfen, dass man seine Veranstaltung machen kann unter diesen Massnahmen? Und in dieser Ausgabe bin ich auf der zivilprozessrechtlichen Seite und jetzt müssen wir schauen, was dort ist. Ich glaube, es hat etwas mit Vereinsrecht vielleicht sogar mal zu tun, da wird noch spannend sein. Und wie man vielleicht jemanden aus einem Verein ausschließt, das sind so klassische Sachen. Ja. Okay, das Alltagsproblem. Ja. Ja, ich noch zu meiner Person, ich bin der Tom Meier, ich bin von Belp in Bern, ich arbeite für Downs, vor allem so in Online-Kommunikation. Also, wir fangen mal an. Wir haben ja jetzt ein bisschen Ruhe gehabt diesen Sommer, auch politisch. Die Schweiz hat weiterhin den Rahmenvertrag auf einmal gestoppt und so. Ich habe noch ein paar so Nachkommentare bekommen auf die E-Mail wortwechsel@auns. Das ist übrigens die E-Mail-Adresse, die wir auch jetzt während dem Wortwechsel und eigentlich immer könnt ihr da Kommentare schicken zum Thema Eigenständigkeit der Schweiz. Die E-Mail-Adresse ist wortwechsel@auns.ch. Ja, ein Mail bekommen vom Ernst Merz in Oberägeri. Er schreibt es eigentlich in zwei Zielen ganz kurz und ganz klar. Es ist für die Schweiz besser,
eigenständig und frei zu bleiben, als mit einem EU-Rahmenvertrag geknebelt zu sein. Punkt. Basta. Recht hat er, Lemaitre. Und wir wollen uns rund um die Prämisse in diesem Wortwechsel unterhalten, weil es ist gleich, zwei, drei Sachen sind ja gleich gegangen in der EU. Die EU merkt jetzt, die Schweizer positionieren sich, sie zeigen Haltung und so, und jetzt fangen wir halt an, sie ein bisschen piesacken, ein bisschen gosseln, wie man auf Bandage sagt. Und da haben wir ein bisschen das Programm rund um das Horizon-Forschungsprogramm. Die Schweiz ist nur noch assoziierter Drittstaat im Horizon. Und ich bin als Leser, aber nicht unbedingt als Fachspezialist, habe nicht alle Details erfasst, aber mich interessiert etwas. Und das wollte ich auch von euch wissen. Was findet ihr? Wie wichtig ist denn eigentlich in diesem EU-Forschungsprogramm drin zu sein? Ist das das Nonplusultra? Also, zu unterschätzen ist es sicher nicht. Weil es ist natürlich auch für unsere Universitäten, denke ich, sicher lässig, wenn sie sich besser mit dem Ausland austauschen können, bei den Forschungsprogrammen mitmachen, wenn es ein bisschen etwas geht und nicht nur wir da selber unsere Sachen machen. Von dem her ist es für die Universitäten sicher schade. Aber ich denke, wir müssen trotzdem Haltung bewahren und uns möglichst nicht beeindrucken lassen, zumindest so tun, als ob sie es nicht beeindrucken, wenn die jetzt uns da anfangen, bei Sachen raus ekeln, so gesagt. Ich hoffe, die Schweiz gibt nicht nach. Irgendwie habe ich gedacht, die fehlenden Gelder, die da in einem Forschungsprojekt mit Schweizer Beteiligung, die fehlenden Gelder werden dann die Schweiz, also die Eidgenossenschaft, werden die Gelder nachschieben. Dann wäre jetzt das Problem gelöst. Oder? Oder doch nicht? Es gibt natürlich noch ein eigenes Gefäß, oder, wo man so Sachen dort finanzieren, zum Beispiel. Und es war einfach immer eine zusätzliche Schiene gewesen. Und natürlich hat man Vernetzung mit den anderen, das ist sicher gut. Die Kontakte sind aber schon da. Wenn es jetzt um Finanzierung von neuen Projekten geht, ja, es ist sicher einfacher, wenn man dabei ist, aber man darf nicht vergessen, dass man einen eigenen Fonds hat. Und es hängen viel damit zusammen, oder wie auch ausländische Forscher, die können auf den Fonds zum Beispiel zugreifen. Und dort hat man auch, den Zugang hat man sicher noch. Oder? Was ist Konkurrenz zu Horizon? Also hat das Asiaten so ein Programm zwischen Australien und Singapur und was ist nicht Beijing oder haben Amerikaner, haben sie in Nordamerika so ein? Oder was? Das wissen wir nicht unbedingt, oder? Also ich wollte auf das raus, dass wenn jetzt Israel sagt und Großbritannien sagt, hey komm, kommen die Schweizer, wir machen zu dritt unser eigenes Horizon. Wäre das einfach mal möglich, oder? Also es wäre sicher lässig, weil dann könnte man der EU so sagen, ja, ist okay, wir suchen unsere eigenen Freunde, die eben dann wahre Freunde sind und auch, wo man gut zusammenarbeiten kann, ohne den ständigen Druck und Erpressungen. Von dem her fände ich so etwas mega lässig. Das würde der EU gleich mal gut tun. Warum hört man die Idee nicht unbedingt? Also was hindert uns daran? Gute Frage. Müssen wir mal da zu Bern oben sagen, sollen doch neue Gespendchen suchen für so ein Projekt. Also ist das kompliziert, so ein Forschungsprojekt neu zusammenzustellen, zusammenzusortieren, Jonas? Ist das eine Sache von 5 Jahren? Halt, oder? Ja, es sind schon sehr langfristige Sachen. Selbst schon so. Und darum denke ich auch, da renkt sich am Schluss schon wieder ein, ehrlich gesagt. Also schlussendlich, es gibt ja viele laufende Projekte, die eh schon drauf sind. Und ich glaube ehrlich gesagt schon, dass sich da wieder, blöd gesagt, einrenkt. Oder man hat ja verschiedene so Manöver ein bisschen gesehen, die vordergründig gesagt haben, ja, jetzt ist da irgendetwas beendet. Aber schlussendlich ist es eigentlich nicht viel anders weitergelaufen. Also die Suppe wird nicht so heiß gegessen. Ist okay, ja. Man hat ja schon einen interessanten Vergleich. Es gibt immer wieder die Innovationsranglisten, wo man so ein bisschen schaut, wer ist in Europa
Er ist das innovativste Land und wir sind einfach, also in jeder von diesen verschiedenen Listen, immer in die von Cornell University, INSEAD und WIPO, WIPO heisst das wahrscheinlich, dort ist die Schweiz Nummer 1. Und das stimmt wahrscheinlich schon, dass wir ein bisschen selbstsicherer dürft werden, oder? Nein, Dina, dass du sagst, ja, wir könnten einfach mal halt einfach die EU rechts überholen, oder? Mit so Forschungssachen. Wenn ich mir überlege, was in Israel läuft, innovationsmässig und in Großbritannien und wir in der Schweiz eben, ist das nicht meine, dass ich powerful oder der Mix. So. Ja, es wäre genial. Weil eben, ich meine, wir Schweizer tun immer so recht einfach, da sind wir eigentlich schon noch ziemlich gut, in ziemlich allen Hinsichten sind wir ja an der Spitze oder einfach sicher unter den Top-Staaten. Und von dem her wäre es eben schon lässig, wenn man da könnte die EU ein bisschen umgehen und sagen, ja, wir haben auch andere, wo wir zusammen forschen können und unser Wissen austauschen, wäre schon gut. Dale, eben, versuch ein bisschen zu piesacken hier und da. Erzähl mir ein bisschen aus deinem Alltag, Heidina, von der Baustelle. Also dort tut nicht Dale piesacken, sondern dort seht ihr in Ostschweiz, grenznahes Gebiet, seht ihr spannende Sachen, zum Beispiel interessant angeschriebene Lieferwege. Oder? Erzähl mal. Ja, genau. Du denkst, kommt so der Schweizer Handwerker und nachher sind es dann leider eben nicht Schweizer, sondern halt manchmal Deutsche oder Polen oder Tschechen, Slowaken, was auch immer. Und eigentlich, also haben ja nichts gegen die Leute, sie sind ja am Arbeiten, von dem hocken sie es nicht auf der Tasche, aber es ist dann gleich schade, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt die Schweizer Qualität von einem Schweizer Handwerker und dann sieht man eben, dass es eben gleich nicht so ist. Und der Kunde zahlt ja dann gleich den Schweizer Preis. Und ich denke, das macht vieles kaputt, weil dann kannst du auch direkt offiziell den Deutschen kommen lassen und dann zahlst du auch noch den deutschen Preis. Das ist ja so ein bisschen, ja, obwohl man ja flankierende Massnahmen und Vorschriften und Zeug hat, aber es nützt eben nicht so viel. Es wird sehr gut umgangen. Was steht auf dem Bus, auf dem Lieferwagen von solchen Handwerken? Meistens noch irgendetwas mit Schweizer Qualität oder ein Schweizer Fähnli und dann ist eben dann aber nur das Fähnli, das dran schweizerisch ist und der Rest eben gleich nicht. Mhm. Und die Firma, ihre Firma sitzt irgendwo in der Schweiz? Also da sitzt irgend schon jemand in einem Büro, das ist nicht nur ein Briefkasten? Ja, das sind quasi Schweizer Firmen, die aber ihre Angestellten und auch das Material, wo es quasi gross sagen, Schweizer Küche oder so oder Schweizer Keramik und nachher kommt alles mit von Deutschland her. Auch gerade der Last, die fährt manchmal an mit deutschen Kennzeichen, aber die Schweizer Preise und dann zählt es als Schweizer Küche, weil es von einer Schweizer verkauft worden ist. Ist schade, macht vieles kaputt. Ja, schade ist noch ein nettes Wort, oder? Aber wenn ich jetzt eine neue Küche einbauen würde, dann würdest du mir empfehlen, noch ein bisschen genauer nachzufragen und wirklich also quasi Versprechen zu holen, woher das Zeug kommt, oder? Woher die Arbeiter kommen und so. Würdest du so machen? Ja. Also sicher nachfragen, ob es auch wirklich auch ein Produkt aus der Schweiz ist und nicht nur einfach der Verkäufer, der es einfach aufzeigt, sei quasi Schweizer und dann kommt aber gleich irgendein Deutscher oder von irgendwoher. Nachfragen, auch bei den Handwerkern. Ich lege zum Beispiel immer Wert darauf, dass man mit den Handwerkern reden kann, weil da ist es A und so Kommunikation, weil sonst wird auch bei Einfamilienhäuschen oder bei Wohnungen oder was man gerade machen will, halt dann sehr schwierig, wenn man nicht kann sagen kann, wie man es will und wann man will, weil man nicht kann mit den Leuten reden kann. Und dann ist die Qualität ziemlich schnell sehr schlecht. Und der Preis zahlt man gleich. Genau. Das ist ja manchmal schon, wenn man die gleiche Sprache redet, ist es schwierig, sich zu verstehen. Und so, dann genau. Ist es echt, ja, genau. Und es kommt natürlich dann noch dazu, dann sagen immer alle, ja, man findet keinen Schweizer. Und dann muss man dann schon sagen, ja, vielleicht gibt es auch einen Grund, warum die Schweizer nicht mehr so gerne auf dem Bau arbeiten wie auch schon. Das ist eben vielleicht dann auch so, weil man lieber dann halt Gespönli hat, wo man damit reden kann, statt solche, wo es eben dann schwierig ist. Ja,
Wollen wir ein bisschen weiterfahren? Wir fahren jetzt mit dem Elektroauto ein bisschen weiter, und zwar in die Zukunft, wo uns die EU ja kürzlich so ein neues schönes Werbewort hat präsentiert. Also die EU hat das nicht der Schweiz präsentiert, und ich schaue es im Zusammenhang jetzt trotzdem ein bisschen an. Die EU will etwas Neues durchdrücken in der ganzen EU, und das wird uns auch betreffen, falls es wirklich kommt. Und es ist eigentlich ein Beispiel, wo man sieht, wie die EU einfach befiehlt und auch die Mitgliedsländer einfach die müssen einfach machen. Es geht um das Stichwort Fit for 55, Fit für 55. Und dort will die EU einfach CO2 eigentlich eliminieren, sozusagen bis ja, 2030 oder bis 2050 in verschiedensten Bereichen. Sagt die EU, müssen wir radikal umbauen. Ein Bereich ist der Verkehr, die Mobilität, wie die einzelnen Leute unterwegs sind. Und da soll es nur noch Elektroautos geben und etwa alle 60 Kilometer eine Ladesäule und alle 150 Kilometer eine Wasserstofftankstelle, einfach in den Hauptverkehrswegen der EU. Und sie wollen bis in 2030, also in 9 Jahren, wollen sie 3,5 Millionen neue Ladestellen bauen. Die EU. Und wer sich ein bisschen gewehrt hat und noch ein bisschen gefightet hat, war Polen, wo die EU mit diesem Vorschlag auf einmal an die Öffentlichkeit kam. Und wer geschrieben hat darüber, auf einmal, was es bedeutet, die Zahlen und dass es auch noch ein paar Länder gibt, die sich wehrt. Da hat höchstens in Frankreich der Figaro, Zeitung der Figaro, hat ein bisschen geschrieben, dass es auch noch ein bisschen Widerstand gibt. Ansonsten ist es einfach auf dem Tisch. 3,5 Millionen neue Ladestellen in der ganzen EU, all 60 Kilometer. Was meint ihr? Wie realistisch ist das? Wird das wieder Bach abgeschickt? Wird es kommen? Wird es die EU durchdrücken? Wird einfach die Hälfte ungefähr halt bekommen? Eure Meinung? Also sagen, man macht es ja noch einfach, aber um es dann wirklich umsetzen, bin ich sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen, weil man sagt ja immer so quasi Stromknappheit und eigentlich sollte man ja so wenig Strom wie möglich brauchen, weil man eben teilweise auch ein bisschen zu wenig hat und gleichzeitig müssen wir aber mit Elektroautos ja viel mehr Strom brauchen. Also wird lustig. Du bist skeptisch, hä? Definitiv, ja. Es ist ein bisschen vergleichbar. Oder? Das Problem ist, dass man auf die europäische Idee, dort oben gibt's es gibt keine Möglichkeit, um gegen das aufzustehen in dem Sinn. Es gibt nicht irgendetwas wie bei uns. Es ist ein bisschen vergleichbar mit dem CO2-Gesetz, das wir hatten. Aber auf der europäischen Ebene gibt es gar nichts, oder, wie man sich zusammentut, um gegen das effektiv zu sein. Da sieht man, warum es genauso von oben nach oben funktioniert und konstruiert ist. Für mich ist das so ein klassisches, ich finde, der Vergleich passt recht gut. Ich meine, es ist so ein eine Vorstellung, ein Elite-Projekt, wo schlussendlich die Energie verteuert. Und das ist etwas, wo eben den Leuten, die da entscheiden, nicht wehtut. Und die haben gar keinen Bezug zu dem, wie das schlussendlich ausmacht. Ich meine, auf den Grundbedürfnissen von den Leuten, wenn die zahlen zu lassen für eine politische Entwicklung, das ist das Schlechteste, was man machen kann. Und wenn sie sich äußern können, sind sie gegen da. Aber auf der europäischen Ebene gibt es da Instrument nicht. Oder? Darum, wahrscheinlich ja, müsst ihr einschauen. Oder? Aber da wird nicht gute Stimmung verursachen. Das schnelle Klammerbemerkung. Die NZZ hat, glaube ich, festgestellt, dass das Resultat von CO2-Abstimmung in der Schweiz ist in Deutschland nicht publiziert, also nicht gewürdigt worden, oder? Also, die Deutschen nicht wollen schlafende Hunde wecken, oder? So in dem Sinn, oder? Ja, Klammer wieder zu. Oh, sehr schön. Nicola ist da. Hi, Nicola. Oh. Hi, hört man mich? Perfekt. Entschuldigung, viel mal. Ich bin da nicht ganz freiwillig spät. Also du redest ja gut, du bist beim Zahnarzt gsi, hast du geschrieben, gell? Ja, nein, ich bin für meine Tochter bei einem Arzt gsi, okay. Nicht Zahnarzt, aber danke, ja.
Und jetzt hast du das Auto irgendwo abgestellt und bist bei uns. Schön, Nicola. Jawohl, genau. Ja. Also vielmals Entschuldigung für die Verspätung. Ja, ja. Wir sind gerade am Diskutieren, weißt du, über das EU-Programm Fit for 55. Ja. Es sind ganz viele Bereiche, die wir umstülpen und ein Bereich, alle 60 Kilometer eine Ladesäule für Elektroautos herstellen, alle 150 Kilometer eine Wasserstofftankstelle und so. Was sagen? Also, die EU will das natürlich in der EU durchdrücken, aber das macht Druck auf Nicht-EU-Länder, oder? Haben sie in London, in Großbritannien, haben sie das wahrgenommen, haben sie das ein bisschen debattiert, das Fit for 55? Ja, also in England oder in Großbritannien möchte Boris Johnson das ja auch. Er will ja auch Elektroauto. Er will ja auch grün sein jetzt, weitgehend. Das haben wir auch zum Teil im Brexit-Vertrag schon, dass die EU will, dass im Brexit-Vertrag geregelt ist, dass das Vereinigte Königreich grün und sozial ist. Also das ist sicher etwas. Hat es euch blockiert? Oh, ja. Ja. Ja, der Nicola Sitta ist eben, ihr seht es ja im Auto irgendwo am Strassenrand mit ja, Handy du sagst. Voilà, ja. Jetzt hat es dich gerade ein bisschen blockiert, Nicola, ja. aber jetzt bist du wieder da. Ja. Also, wenn der Boris Johnson das will, was will das Volk? Was will die British People? Ja, also es sagen schon viele, wir haben eigentlich eine konservative Regierung gewählt. Haben wir wirklich eine konservative Regierung? Es ist natürlich schon sehr populär, Elektroauto. Ich weiß nicht, wie man sich das dann im Endeffekt vorstellt, dass man da Benziner und Diesel gerade von der Straße nimmt, wird ja nicht stattfinden. Aber der Druck ist schon dran, dass man quasi, also Boris Johnson möchte, glaube ich, schon das Vereinigte Königreich so positionieren, dass es führend wird in den Elektroantrieb. Oder mindestens die Industrie da führend ist im Bereich von der Elektroantrieb. Ob ihm das gelingt mit staatlichen Förderprogrammen, das sehen wir dann. Schnelle Zwischenfrage, sitzt du in einem Elektroauto? Nein. nein, gar nicht. Aber die Entschuldigung. Hast du das rechts, oder? Jawohl, ich habe das Steuerrad jetzt rechts. Jawohl. Jawohl. Aber es ist trotzdem ein Ottomotor, ein Verbrenner. Okay, ja. Also ich bin ja nicht gegen neue Technologie, das ist es nicht. Mhm. Ich finde nur, dass ja, es ist halt eben auch mit Ressourcenverbrauch verbunden, wenn man eine ganze neue Generation von Auto und Antrieb staatlich will, ich sage jetzt mal, durchdrücken. Wir haben ja dann auch einen Haufen Lithium, der gefördert werden muss für die Batterien. Ja, man möge die ganze Geschichte anschauen, oder? Also vom Abbau seltener Erden bis zur Entsorgung, oder? Also Tesla ist ja, ja genau. Eine Sondermülldeponie, oder? Aber das ist halt. Ja, was in dem Fit for 55 ist, der Jonas hat so gesagt, wie das es durchgedrückt wird. Es wird eigentlich niemand gefragt, weil es gibt die System gar nicht, dass man die Leute würde fragen, ja, wollt ihr das überhaupt? Oder? Und vielleicht in Osteuropa, vielleicht noch am meisten, man hat ja gelesen, Polen redet sich einfach mal noch am meisten und ich nehme an, Osteuropa, Südeuropa wird auch schon noch ein bisschen auf die Hinterbeine stehen. Oder? Also ich hoffe es auch. Tja, habt ihr das Gefühl, die Schweiz wird dann einfach
halt klein beigeben müssen. Wenn dort einmal sich einig wurde und so den ersten Teil von diesem Programm anfangen durchdrücken. Ich denke nicht, dass uns das sehr tangiert, ehrlich gesagt. Wir intern jetzt sowieso mit der Überarbeitung vom Energiegesetz tun wir uns, glaube ich, vorne ein bisschen zukunftsgerichteter positionieren, weil der Prozess in der EU läuft, glaube ich, langsam ein bisschen nachgelagert, ein bisschen umdenken. Mhm. Wenn wir zum nächsten Thema gehen, nur kurz, das ist, dass die OECD ein bisschen unter dem Druck oder unter dem Lied von USA sagt, wir brauchen einheitliche Steuersätze für Unternehmen. Jede Firma sollte gleich viel Steuern zahlen. Und das, ich erachte das als ziemlicher Angriff auf die Souveränität von einem Land, weil warum, das wäre meine Frage zur Runde, warum kommen die auf die Idee, dass das Land vereinheitlicht nach ihren Ideen muss steuern, oder? Also ich komme auf die Idee, dass jetzt plötzlich Einheit muss herrschen. Es geht ja um Wettbewerb, um Vergleich, um Survival of the Fittest, hätte ich jetzt fast gesagt. Und jetzt wollen sie vereinheitlichen und irgendwie machen alle mit und zucken mit der Achsel und sagen, ja, das wird auch kommen, da kann man nichts dagegen machen. Ist das so? Also so neu ist ja die Idee mit der Vereinheitlichung ja nicht, weil sie wollen ja immer und immer wieder einfach uns oder vor allem uns irgendwelche Sachen aufdrucken, die wir dann übernehmen müssen. Wie zum Beispiel dann mit der Waffenrichtlinie, wo wir ja gar nie ein Problem damit hatten und wir dann gleich müssen übernehmen, weil es ist wieder geheißen, ja, weißt du, mit den Bilateralen und mit den Guillotinen und bla bla bla. Von dem her sind wir uns ja da schon eigentlich gewohnt, leider. Aber ich denke, auch da ist es einfach wieder, sie haben gemerkt, dass es gewisse Länder gibt, die eben attraktiver sind wie andere Länder, die in der EU sind. Und darum muss man jetzt das möglichst eliminieren, damit sie wieder ein bisschen mehr Vorteil haben. Müssten da nicht die Konzerne selber sagen, hey, nein, kein Interesse am Einheitsbrei? Und wenn sie das sagen, hätten die eigentlich keine Druckmöglichkeiten mehr. Es hat jetzt einfach nur noch Politik, was geht. Es geht um die 15%, oder? Ich glaube, wo sie wollen. Eigentlich ja, könnten die Unternehmen schon ein bisschen Gas geben, aber fragst du dann auch, ob sie es machen? Wahrscheinlich eben eher weniger, was schade ist. Weil eigentlich sind ja wir Staaten auf die Unternehmen angewiesen und natürlich die Staaten auch die Unternehmen natürlich auch auf die Staaten, weil es ja das Zusammenspiel ist. Aber die Unternehmen haben sicher mehr davon, wenn wir alle ein bisschen souverän sind und jeder ein bisschen seinen Wettbewerb darf machen. Also ich kann mir vorstellen, je vereinheitlicher das ist oder die Einflussnahme und sich auseinandersetzen mit dem Steuerregime, ist dann eigentlich einfacher. Umkehren kann man es in dem Sinn nicht unbedingt. Das Problem ist einfach, dass die Souveränität von dem, der die Steuern erhebt. Oder es ist immer wichtig, dass der die Kohle reinholt, dass er auch darüber bestimmen kann, wie es wieder ausgehen wird. Und wenn man jetzt eine Vereinheitlichung macht, geht man weit weg von dem Prinzip, oder dass man es dort, wo man es erhebt, es auch wieder ausgibt. Und das ist schon ein grosses Problem. Also das ist auch, man hat eigentlich lange gesagt, dass man das genau nicht macht. Also es ist schon noch, auch von der OECD das Prinzip eigentlich gebrochen, wo man gesagt hat, ja, das soll möglichst nahe sein, das Einnehmen und das Ausgehen in dem Sinn. Das ist recht schnell gegangen, vor allem auch, oder? Also ich bin nicht Jurist, aber ich kann mir vorstellen, dass grössere Konzerne da mehr Möglichkeiten haben und dass die sich vielleicht weniger daran stören. Ich denke, es trifft in einer Volkswirtschaft vermutlich eher die kleineren Betriebe, dass man einige einheitliche Steuersätze einführt. Und ich glaube, die werden ja nicht gefragt.
Und das ist auch da, das ist auch die grosse Kritik, wo es einen Beitrag gibt, wo es darum ging, wer trägt am Schluss die Steuer, oder? Man redet schon von der Gewinnsteuer, schlussendlich. Aber wer effektiv da zahlt, die wird auch weitergehen zum Teil, das ist natürlich nicht gesagt. Es gibt, je nach Steuer ist es sehr unterschiedlich, wer am Schluss für das Geld aufkommt. Und bei dem Vorschlag, wo man effektiv um Gewinnsteuer redet, gibt es schon Stimmen, die sagen, schlussendlich zahlen die Mitarbeiter und die Arbeitnehmer. Und da ist natürlich schon, das ist schon ein Problem. Also man kann nicht, da wird man nicht dem gerecht, was man eigentlich will, oder? Aber es ist einfach Schweigen im Walde irgendwie. Das erstaunt mich eigentlich ein bisschen, oder? Der Uli Maurer hat einfach da, ich weiß nicht genau, an welchem Ort oder in welchem Anlass, aber einfach wo das nachher eigentlich an die Öffentlichkeit gestreut wurde, ist einfach, er hat gesagt, ich habe immerhin nicht geklatscht, wo man das nachher präsentiert auf der Bühne. Oder das ist der Protest von Schweiz, ist, die Schweiz tut nicht klatschen, also tut einfach so ein bisschen, haltet sich still, aber es gibt wenig Aufschrei, was mich ein bisschen erstaunt. Ja, wir glauben daran, uns glaubt daran, dass wir als Nation in Europa, die eigenständig bleiben können, souverän bleiben, dass wir so das ganze Europa, eigentlich die ganze Welt am weitesten bringen, weil da hast du Wettbewerb, da hast du ein bisschen Ehrgeiz, da hast du Eigenverantwortung und es ist das pure Gegenteil von Einheitsbrei, wo alle zurücklehnen, alles gleich ist, alles nivelliert ist und niemand mehr sich muss anstrengen, das wäre die andere Seite. Und wir sagen, die Schweiz ist dort am weitesten. Wir haben ja vorhin über die Rangliste geredet von den innovativsten Ländern Europas. Da sind wir wieder mal ganz vorne gelandet, auf Platz Nummer 1. Und das ist für mich auch noch ein Thema, jetzt, wenn wir am Sonntag den Geburtstag feiern von Schweiz. Was feiern wir eigentlich da genau? Also ich möchte von euch auf einmal wissen, wie und wo tut ihr eigentlich feiern, Nicola? Gehst du in die Schweizer Botschaft auf London und dort habt ihr im grossen Park eine beautiful party? Oder wie läuft es? Nein, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, das weiss ich nicht. Es gibt natürlich Schweizer Vereine. Aber wir haben in der Vergangenheit den 1. August immer in der Schweiz gefeiert, weil wir auf den 1. August eben in der Sommerferien in der Schweiz gewesen sind. Und das ist jetzt dieses Jahr für einen von den allerersten Mal nicht der Fall. Weil es jetzt einfach ein bisschen mühsam geworden ist zum Reisen. Und von daher ist jetzt der Sonntag wohl im Familienkreis ein Anstossen. Und ich bin gerade an einem kleinen Newsletter-Artikel schreiben für unseren Newsletter von der SVP International. Also ich beschäftige mich jetzt quasi schon im Vorfeld mit dem 1. August und dem 730-jährigen Bestehen von der Eidgenossenschaft. Und für mich wäre ich würde vielleicht das gerne mal jetzt so formulieren, ich denke, wir müssen vielleicht wieder zu einem dankbaren Patriotismus finden. Ich würde es mal so formulieren. Patriotismus hat leider, vielleicht auch wegen den Exzessen, die es gegeben hat, natürlich im vergangenen Jahrhundert manchmal ein bisschen einen schlechten Ruf. Ich denke, wenn man es einen dankbaren Patriotismus nennt, gibt das so die richtige Haltung dazu. Also ich werde einfach anstoßen im kleinen Kreis. Für was bist du dankbar jetzt im Zusammenhang mit der Schweiz? 2-3 Sachen? Ja, für vieles. Also ich meine persönlich natürlich sensationell, was man in der Schweiz kann an Bildung und Ausbildung geniessen. Das habe ich ja enorm profitieren dürfen. Also das ist sicher mal Dankbarkeit. Überhaupt
gut, das betrifft mich jetzt direkt nicht, weil ich nicht in, dem, nicht in der Schweiz wohne, aber in einem Land können sein, wo man mitbestimmen kann. Das ist ja auch eine Einzigartigkeit, weitgehend. Und überhaupt grundsätzlich ein bisschen können verstehen, dass eine Gesellschaft, gut, eine Gesellschaft engt auch ein, aber eine Gesellschaft stützt eben auch in der eigenen Entwicklung oder in der eigenen Karriere. Und ja, da darf man auch ein bisschen Dankbarkeit empfinden. Das heisst ja nicht, dass man seinen eigenen Weg dem muss komplett unterwerfen, aber man kann ja Dankbarkeit empfinden und anerkennen, dass es etwas gibt, ja, sag jetzt mal, wo vielleicht noch ein bisschen höher ist als einem selber. Und da würde ich sagen, dankbarer Patriotismus. Hey Dina, was machst du am Sonntag? Oder am Samstag, je nach Dorf, weiss auch nicht. Also wir dann meistens am 1. August feiern und dann gibt es meistens eine Grillade im Garten und Feuerli und meistens noch irgendwie Lampia oder so und einfach eine gesellige Stimmung. Und ja, dann geniesst man es wieder so ein bisschen, dass man einfach darf Schweizer sein und ist auch dankbar dafür, weil man eben sehr viele Vorteile hat in der Schweiz und sehr viele Sachen, die man im Ausland nicht hätte. Und sind wir einfach stolz auf die Schweiz, dass wir so ein kleines, wunderbares Land sind mit wunderschönen Bergen, mit wunderschönen Seen, dass wir weltbekannt sind, obwohl wir so klein sind, mit Schocke, Käse, Uhren, was auch immer. Ja, da kann man richtig stolz sein, wenn man darf Schweizer sein. Hey, sind die auch schon mal gefragt für den 1. August Rede, Heidina? Nein, wer weiß, vielleicht kommt er da mal noch. Nein, nein. Hat noch gut tönt, könnte also klappen, Heidina. Jonas, wo feierst du? Wie? Was denkst du dabei? Da ja, ist alles ein bisschen anders. Normalerweise bei der Jungmannschaft tun wir selber das 1. Augustfest organisieren für das Dorf, eigentlich, das Dorffest. Das ist auch, ich finde das immer perfekt, weil das ist genau das, das miteinander zusammenkommt. Du siehst das ganze Dorf, da gibt es eine Rede, Funken, Feuer, Brotwürst, Bier. Da also, können wir das leider nicht machen. Du wohnst in St. Gallen, aber dein Dorf ist wo schon wieder? Dann haben wir die Steinach immer da gemacht. Genau. Steinach, ja. Das, mhm. Das Jahr und eben nicht. So. Da können wir es nicht machen. Und jetzt, also der Verein trifft sich gleich am 31. und am 1. Kommt ein alter Freund von der Familie und wir tun mit dem ein bisschen feiern. Und es ist schon auch, wir wohnen, ich komme von einem Bauernhof, wir wohnen relativ erhöht, mit vorhin auch selber Höhenführer gehabt. Und es ist immer schön, wenn du alle die Feuer siehst, oder wo sich so, das ist für mich immer ein besonderer Moment, wenn du die verschiedenen Feuer siehst auf anderen Hügeln, so, wo es sehr verbindend ist und wo durchaus, also stolz, definitiv. Also, schön, es ist ein wunderschöner Tag. Also Höhenfeuer werde ich sicher vermissen. Ja. Das ist etwas Spezielles. Ja, das stimmt. Auch wenn Sie das vielleicht aus dem Handybild versuchen zu beamen, es ist nicht dasselbe, gell, Nicola? Ja. Ja, noch ein bisschen graben, oder wenn der Garten mal vor uns, hat man noch so einen Text hat man noch zugemerkt, der mir sehr gefallen hat. Paul Wittmer, er war Diplomat früher, er schreibt, er sinniert ein bisschen, was hält die Schweiz eigentlich zusammen. Es ist nicht eine Sprache, es ist nicht eine gemeinsame Religion, es ist nicht es sind verschiedene Kulturen, aber es ist ein Wille und der Zweck, der zu diesem Willen gehört, ist die Freiheit. Und das ist für mich wieder Kern. Und die Freiheit oder Wille zur Freiheit, der wird auch vor allem gefördert, wie du, Jonas, so erwähnt hast, dass die Leute hier selber entscheiden können, dass sie von unten nach oben eine Demokratie, dass wir eine Demokratie sind von unten nach oben und dass wir nicht irgendwie eine Zentrale haben, wo die Bürger der Zentrale zudienen, sondern eigentlich haben wir Politik und Behörden und so, wo der Bürger dient oder sollte. Und wir können, für mich so, wird es auch Dankbarkeit sein, dass ich in so einem Land darf wohnen, ja, die darf aufwachsen, ja, hier eigentlich bin als glücklicher Mensch lebe in der Schweiz und bin sehr dankbar, dass es so ist. Ich sehe es auch so. Der Abschluss von Paul Wittmer, von dem Diplomat, den er da in der NZZ schreibt: Ein Staat, zwei Religionen,
3 Kulturen, 4 Sprachen. Und trotzdem sind wir die Willensnation Schweiz, die den Zweck Freiheit hat. Und das wäre für mich so ein bisschen der Abschluss. Ich weiss nicht, wo ihr könnt feiern könnt. Einfach feiern und wenn es nur das Zweite ist oder mit ein paar Freunden im Garten oder so, es ist sich der Wert, den Geburtstag zu feiern von unserer Schweiz. 730 Jahre, was für eine Zahl. Können wir dankbar sein und wie immer im Kinderkopf behalten, dass wir auch unsere Sorge dazu tragen, dass es nicht selbstverständlich ist. Ja, der Wortwechsel, der wäre heute soweit mal vorbei. Wir haben den nächsten Wortwechsel am Donnerstag, 12. August, gleicher Zeit, gleicher Ort, auch im Grätli. Und bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Merci vielmals, Heidina, merci Jonas, merci Nicola, dass ihr alles gegeben habt, um dabei zu sein. Und ich wünsche euch auch heute schon mal einen schönen Abend, guten Rest der Arbeitswoche und am Sonntag Happy Birthday Switzerland. Macht's gut. Danke. Danke. Ich wünsche euch einen schönen 1. August. Adi miteinander, ciao zusammen, tschüss.